Herzlich willkommen in Anis Welt. Helnors Runengedicht. Die erste ist dem Besitze hold, ist reich und glänzend wie Gold. Man muss sie verehren, dann wird sie den Reichtum vermehren. Ich rufe Fehu. Die zweite steht hier, ist stark wie ein Stier, ist die tierische Kraft, die kraftvolle Energie erschafft. Ich rufe Urus. Hier nun die dritte, groß von Gestalt, reich an Kraft und Gewalt. Im Chaos liegt die Macht, die aus dem Nichts Leben entfacht. Ich rufe Turisatz. In dieser Reihe, die vierte, ist unerreicht in Weisheit und Güte, den Asen geweiht, den Riesen zum Feind. Ich rufe Ansus. Ein Wagen, die fünfte, bewegend die Seele, fördert die Künste. Geh deinen Weg, lass dich nicht halten, das Leben ist da, um es zu gestalten. Ich rufe Raido. Die sechste ist heiß, sie brennt, gesegnet ist der, der sie kennt. Doch vergisst nicht, dass sie aus Flammen auch große Arten von Qualen stammen. Ich rufe Kenas. Die siebte ist die Gabe zu geben. Sie zu nutzen bringt Glück ins Leben. Sei stark und gib dich hin. Manche Gabe ist ein Gewinn. Ich rufe Gebo. Die achte zeigt Frohsinn und Wonne, ist die Harmonie zwischen Mond und Sonne. Ein Paar vereint in Glück und Lust, kann kaum denken an Pech und Frust. Ich rufe Wunyu. Die neunte bringt Hagel und Verderben, ist kalt und starr wie Winter auf den Bergen. Am Ende der Zeit im Abendrot finden nicht nur die Schwachen und Kranken den Tod. Ich rufe Hagalas. Die zehnte zeigt Gesten heute und morgen. Es ist das Schicksal für die Nornen Sorgen. Sie sind es, die Knoten weben. Sie weben verwobene Wirklichkeiten. Ich rufe Nautiz. Die elfte bringt den Stillstand, Stille und Not. Ist eisig und stumm, wie erstarrender Tod. Doch halt fest am Leben, es wird dir noch vieles geben. Ich rufe Isa. Das Jahr vollendet die zwölfte. Sie bringt Frieden, ist Fülle und Ernte. Beschützt und umgibt das Heimatland, das mit reicher Frucht uns dankt. Ich rufe Jera. Die dreizehnte geht auf die Jagd, fordert Opfer, das Göttern behagt, nimmt den Speer aus Eibe und Eisen, schickt mit ihm deine Seele auf Reisen. Ich rufe Aivas. Die vierzehnte lässt die Würfel fallen und lässt das Schicksalshorn erschallen. Doch Mensch, krieg es in deinen Kopf, vielleicht ist es nur ein Suppentopf. Ich rufe Pietro. Die fünfzehnte ist ein Schild, das sich verteidigend nach vorne stellt. Ein Mensch mit ausgestreckten Armen steht und so in andere Welten geht. Ich rufe Algis. Die sechzehnte will uns Licht und Wärme schenken. Du musst es nur zu deinen Herzen lenken. Sie ist hell, warm und beschützt, bringt Energie und Einheit, die allen nützt. Ich rufe Sovilo. Die siebzehnte ist oft blind vor Wut, steht aber auch für Gerechtigkeit, Hilfe und Mut. Tyres Geschichte in unseren Träumen geflüstert, in Ohren durch alte Bäume.
Ich rufe Tivas. Die 18. ist des Frühlings erster Trieb, der vor Leben sich gen Himmel schiebt, wenn Lerchen in die Höhe sich schwingen und laut von neuem Leben singen. Ich rufe Berkana. Die 19. ist das heilige Pferd. Es ist schnell, treu und von allen verehrt. Ein Paar, das sich in Liebe gegenüberstand und somit Ehe zwei Familien verband. Ich rufe Evas. Die 20. ist des Menschen selbst, ist ehrlich, auch wenn es schmerzt. Für sich losgelöst ist er allein, doch in der Familie ist er ganz, dort kann er sein. Ich rufe Manas. Die 21. ist die Quelle der Zeugungskraft, die im Meer der Zeit Leben erschafft. Am Ende meines Lebens möchte ich sein, am Meeresgrund ein Kieselstein. Ich rufe Lagos. Die 22. ist die göttliche Kraft des Ing, der in der Zeugung des Lebens Glück empfing. Ein Paar in Liebe völlig nackt, verschlungen ist im Zeugungsakt. Ich rufe Ingwas. Die 23. ist der helle Tag, der Hoffnung bringt, die wohlbehagt. Tag und Nacht, werde und vergehen, das ist es, was wir in ihr sehen. Ich rufe Dagas. Das letzte ist die Heimaterde, die beschützt, damit am Ende alles glücklich werde. Wir sind die Geschwister der Asen und Wanen. Reiht euch ein in die Reihe der Ahnen. Ich rufe Otala. Ich hoffe, mein Beitrag hat dir Freude bereitet und du bist auch bei meinem nächsten Beitrag wieder dabei.